Du musst dich ja auch als Verein, als gerade der Traditionsverein mal umstrukturieren, noch weiterentwickeln, modernisieren. Ja? Und das ist zum Beispiel das, was wir in Frankfurt versuchen. Ja? Wir haben ein Stadion, wir zahlen die höchste Stadionmiete aller Bundesligisten. Das kostet uns richtig was. Wie viel? Ja, ja, das geht schon fast in zweistellige rein. Okay. Ja? Und ja, das ist erstmal weg. Und wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen in die Jugend weiter investieren. Wir wollen eine Geschäftsstelle bauen, wo wir jetzt dran sind. Wir wollen vielleicht auch mal irgendwann vielleicht uns eigen selbst vermarkten, etc. Wir wollen im Endeffekt weiterkommen. Aber dann brauchst du doch Investoren, oder? Da brauchst du natürlich Kapital, das ist doch ganz klar. Und das bedeutet ja nicht, dass du dann den Erstbesten holst. Du brauchst jemanden, der zu dir passt am Ende des Tages. Aber entscheidend ist bei allem, da können wir uns drehen, und wenn wir wollen, die Qualität des Managements. Es gibt viele Beispiele. Wenn du in der Liga als Eintracht Frankfurt stehst. Beruhigt euch. Ja, aber trotzdem, tut mir leid, das ist wirklich, du führst die Leute ins Irrglauben rein. Weil wenn du nachher als Eintracht Frankfurt zweite oder dritte Liga spielst, na, da hast du viel Spaß. Aber Freddy, wollen nämlich das Fundament schaffen für die Zukunft dieses Vereins. Aber Freddy, wenn alle 18 Bundesligisten alle jetzt morgen einen Investor haben, steigt dann keiner mehr ab? Ach, natürlich steigt jemand ab. Wo stehen die besten Nachwuchsleistungszentren? Die stehen in Leipzig und in Hoffenheim. Oder an der Kollaustraße. Genau. Nee, da stehen sie nicht. Wir haben zwar auch ein gutes, aber ich finde, dass auch Freiburg, dass Freiburg ein Beispiel dafür ist, wie man seriös über Jahre hinweg in der Rechtsform des EVs in den Nachwuchs investiert hat und ein Geschäftsmodell. Deswegen ist ja, aber das die Qualität des Managements ist entscheidend. Ganz ehrlich, ich liebe den Breisgau. Ja, und wirklich, das sind tolle Leute, die darunter arbeiten. Das wissen ja von mir, Fritz Keller und alle, wie sie da alle heißen. Ja, und Jochen Seyer und weiter und Christian Streich. Und die wissen es. Aber sie leben natürlich da schon irgendwo gewiss wie das gallische Dorf im Paradies irgendwo. Weil wenn sie in die zweite Liga absteigen, schreit nicht Großdeutschland auf, eine Riesenregion auf. Und sie sagen, selber auch das nicht. Das ist unser Weg, sie selber ja auch das nicht. Ist, du, das du ist weißt, der Unterschied zwischen ich kann dir noch ein paar andere. Ich kann dir Mainz nennen, ich kann dir Augsburg nennen, die alle mit einem klugen Management am Ende über Jahre hinweg kontinuierlich vernünftig gearbeitet haben. Und jetzt erklär mir mal, warum wir das aufgeben wollen. Warum? Es gibt gar keinen Grund. Andreas, weil es gibt Beispiele für Investoren, die den Verein vor die Wand fahren. Wir arbeiten doch klug. Weil sie jedes Jahr auf der Glatze Locke drehen müssen. Wenn sie es nicht schaffen, sie dürfen sich... Wie war das? Sehr schön. Nee, muss er nicht sagen. Ich störe mich nicht an Herrn Hopp in der Frage, weil er nachgewiesen hat, dass er eine Verbundenheit hat, dass er hier investiert hat in Infrastruktur, in Jugendförderung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sage ich Hut ab. Gott sei Dank, Investoren alle herzlich willkommen, bringen so viel wie möglich Geld in den Kreislauf, aber zu den von uns vorgenannten Spielregeln. Punkt. Ja. Ich glaube, dass der Gegner von dem SC Freiburg, Domschale, dass die weniger Geld im Portemonnaie hatten als der SC Freiburg. Und wer ist weitergekommen? Also ich will damit nur sagen, wir dürfen nicht suggerieren, als wenn jetzt wir eine Wettbewerbsfähigkeit sofort von heute auf morgen schaffen. Guck dir die Bilanz an. Mhm. Ja, auch da zeigt es sich, dass durch kluge Strategien und die Dinge, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird, zumindest auch ein sportlicher Erfolg sich einstellen kann. Im Ausnahmefall, von der Struktur her, nein. Leipzig ist nicht Zweiter geworden, nur weil sie fürchterlich kreativ waren. Da kommt beides zusammen, Kapital und Know-how. Ja, in der Tat. Das ist in Ordnung. So, aber nur Know-how ohne Kapital im internationalen Wettbewerb wird sehr, sehr schwierig.